Ja, die Nostalgie hat mich noch weiter nach hinten getrieben. Rivals of Ixalan. Ich weiß gar nicht, was hier drin war. Ich weiß nur, es ging um Dinosaurier und Piraten, glaube ich. Dominaria, 27. April 2018. Ist das schon das nächste Set gewesen? Oder war das das Set davor? Wenn die hier Werbung für das Set davor machen, ist super dämlich. Aber ich glaube nicht, dass sie für das Set danach schon Werbung machen. Ha. Naja, gucken wir uns mal an, was wir haben. Guild Groove Stalker, 2 Mana 2-1. Kann nicht geblockt werden von bei Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger. Ja, hier sind die Dinosaurier. 5 Mana 4-4 hat Eile, sondern einen anderen Dinosaurier kontrolliert. Okay. Deadeye Recaller, da ist der Pirat. 4 Mana 3-2 mit Raid. Das war denn Raid. Immer wenn er ins Spielfeld kommt, wenn man in dieser Runde mit einer Kreatur angegriffen hat, kann man eine Kreatur zurück auf die Hand bringen. Ah, das war Raid, okay. Gab's Raid schon mal? Das erinnert mich an... Ich weiß nicht, Cards of Tarkir, glaube ich. Sanguine Glorifier. 4 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, lege einen +1/+1 aus 1 Marke auf einen anderen Vampir. Was? Weiße Vampir? Was? Ach, das waren diese Conquestadore, oder wie die hießen. Impale, 4 Mana zerstörende Kreatur als Sorcery. Nicht schlecht. Orkaza Frillback, 3 Mana 4-2. Brazen Freebooter, Human Pirate, 4 Mana 3-3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man einen Treasure Token, den man tappen opfern kann, um Mana wie die Farbe zu bekommen. Warum sie nicht einfach Polotus Battle gesagt haben? Jadecrafter Artisan, 4 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt eine Kreatur +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Stimmt, grüne Mehrfolgs waren hier auch drin. Und Equipments, Trader Harassment, 3 Mana, die verzauberte Kreatur, ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 und Eile und für 1 Mana equippen. Nicht schlecht. Vampire Revenant, 4 Mana 3-1 fliegend. Oh, bad. Shake the Foundation, 3 Mana Instant. Shake the Foundation fügt jeder Kreatur, die nicht fliegen kann, einen Schaden zu und zieht dann eine Karte. Pff, okay. Thunderherd Migration. 2 Mana Sorcery. Man kann als zusätzliche Kosten eine Dinosaurierkarte vorzeigen oder man zahlt noch einen Mana zusätzlich. Und man durchsucht sein Deck nach einem Standardland, bringt es getappt ins Spiel und zieht eine Karte. Nee, und mischt dann aus seinem Deck. Was? Warum sollte man? Das ist Rampant Growth in Bad. Wow, nee. Pitless Plunderer, 4 Mana 1-4. 1-4, ach du Kacke. Und immer wenn eine Kreatur stirbt, kriegt man einen Treasure Token. Das ist nicht bad. Commander bestimmt richtig gut. Und unser Rare ist Garchaladan Primal Hunter. Wow. 12 Mana, 12, 12 Elder Dinosaur. Der kostet x Mana weniger, wobei x die totale Stärke eurer Kreatur ist. Die totale Stärke. Und der Trampel. Land Token. Ja, das war's. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Black Seed. Ciao, ciao.